Hallo und herzlich willkommen, Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu einer weiteren Runde LS22 vom Arbeitslosen zum Unternehmer. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und in dieser Folge werden wir mal zumindest an Anfang einmal die zwei Ballen Stoff hier verladen. Und die zum Einsatz bringen. Wenn wir mal Milch verkaufen fahren, geht in der Folge vor, weil es ist der letzte Dezember. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Da habe ich noch keinen rechten Plan dafür. Stapel die ganze Zeit übereinander. Ein bisschen komisch gewählt ist der Punkt, aber mein Gott. Es geht. Früher oder später werden wir uns ihren Stapler drauf verstehen. Apropos Stapler, dann schauen wir mal, ob wir was drinnen haben. So, mittig, mittig, ungefähr. Zwei Sprung gut drüber. Und da geht jetzt auch wieder in die Firma. Na, schauen wir mal. Ich möchte die Wollproduktion anheizen. Haben wir ja gemeint, gell? Cool war es ja, wenn da rum Arbeiter miteinander schwirren würden. Natürlich war es auch cool, wenn wir pro Tag 1000 Liter Milch zusammenbringen würden. Was wir wahrscheinlich nicht werden. Aber schauen wir mal, wie es hier vonstatten geht. Transportweg ist weit. Man hätte ja das Gebiet da unten auch irgendwo kappen können, gell, aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir die Schweden zurückbringen. Wir haben noch eine gute halbe Million Euro Schulden. Schon mal das Gute, dass wir vom Händler die Schulden zurückgezahlt haben. Für den eigenen Stapler, was wir unseren Stapler mieten. Das war's doch. Mhm.
Das schaut schon mal gut aus. Oder wir machen uns nur so ein Windradl. Jawohl, das führt da hinten auch darum, dass man das alles umsetzen. So, dann schauen wir uns das mal an. Vollproduktion um 6730. Die läuft. Und die Kleider laufen auch. Die haben wir jetzt mal auf behalten. Macht. Ein Landini von. Beim Zurückgefahren holen wir uns dann ein Wasser für die Gewächshäuser. So. Mein erster eigener Traktor, mein neuester, so gesehen. €720. Jetzt fahren wir einfach da durch. Schauen wir, ob der offen ist, der See. Wenn er schon leer ist, dann spülen wir da den gleich durch. So mehr oder weniger. Hab jetzt den anderen, habe ich auch noch, glaube ich, gell? Ja, aber der kann nur Wasser, der kann kein Milch. Geil. Da war der ganze Zmarit.
Komm schon, komm schon. Das haben sie gut gemacht, das gefällt mir. Jetzt ist so die Reifen durchtrennt. Ah, kommen wir Nachbarn die Wiesen um. So, dann haben wir da die 8000 Liter Wasser innen. Gleich die Gewächshäuser auf, damit das im der Geldfluss passt. Dann kantert man uns nachher einen Tag Pfirsiche skippen ins Frühjahr. Ich weiß, es ist zwar das gleiche da bei mir. Aber was möchtest du über den, was möchtest du über den Winter machen? Nächstes hat es ja schon mehr Auszeit, ist schon mit zumindest ein Sippers. Was da zum Aufhören gegangen ist, dann sind wir wenigstens nicht ums Eis gefahren. Und schon können wir ihn wieder reinstellen. So. Jetzt freut es mich gerade mal schnell schauen, wie viel habe ich denn jetzt drinnen? 10 von 45 habe ich drinnen. Jetzt heben wir, jetzt haben wir ja, wie Liter Milch haben wir? 0 haben wir. Jetzt kippen wir uns einmal nach vorn. Also, für die, die es gerne mal da reinschauen wollen, es geht. Aber es ist halt nichts erinnern. So. Mit dem ein bisschen. Tageslicht haben. So, Gebäudeeinnahmen, Betriebskosten. Und 72 Liter Milch müssen wir pro Tag kriegen. Okay, dann schauen wir mal, wie schaut es mit der Versorgung überhaupt aus. Da haben wir noch 75 Liter, das müssen wir auffüllen. Die Kühe haben noch Heu, das passt, Stroh haben wir auch noch. Und bei den Schafen, ja, das war's. Wir brauchen jetzt einen Traktor, wir brauchen einen Kipper. Jetzt müssen wir mal schauen, ob da hinten
was drin hat. Es war aber gut, wenn wir pro Tag eine Paletten Wolle kriegen. Habe ich noch was eingelagert oder muss ich was dazu kaufen? Weizen habe ich eingelagert. Da haben wir ihn einlackieren müssen. Da die Song wir machen, jetzt muss ich gerade schauen. Ich passe, dass wir wieder Geld dazu verdienen. Schulden zurückgezahlt war gut, aber wenn man etwas hätten. Produktion, Generatoren. Zwei halbe. Nein, 184. Machen wir einmal nur so dazu. Dann schauen wir mal nach, was bringt uns da Honig. Honig hier. 1800 Euro und fallend. Okay. Die Eier. Sind abfallen. Warten wir da nochmal. Wir können schon mal verladen. Aber die kann man schon mal umstellen. Das Ding zum Verladen. Was haben wir denn genau? Und der Seelinner. Wo nichts gescheites hin. Jetzt warten wir mal.
Gehen wir den da her. Jetzt darf mich was interessieren. €37,55. Was kosten der Miete? Miete pro Arbeitstag 370. 770 damit 1800. Jetzt passen wir auf. Und wenn jetzt hat. Wenn jetzt hat. Weil ich mit dem Stapler bin ja schnör. Geht sie nicht aus. Ja, gut. Geht sie nicht aus. Da wäre ich halt jetzt auch nicht die zwei Paletten mehr daheim. Gehe jetzt auch mal stark davor aus. Naja, das habe ich mir jetzt fast gedacht. Dass ich mir den nicht unterhebe. Das ist ein bisschen ein Anfang vom Spiel, war das besser. Also wie das Spiel rausgekommen ist, da war das eindeutig ein bisschen besser gelöst, sag ich jetzt einmal. Ich weiß nicht, wie es auf dem PC ist. Ich habe auf dem PC wirklich schon lange nicht mehr gespielt. Sie werden jetzt mal die Paletten drauf. Ah, genau, das ist das, was ich gemeint habe. So, ja. Dann haben wir die Hühner versorgt, die Schafe produzierend fleißig. Die Schafe produzierend fleißig. Dann kann man eigentlich nur einen Tag Früchte skippen. 16.000 Liter, 13.000 Liter, das passt da. Muss ich auch, wenn man auch noch keine Gedanken machen. Dann skippen wir uns nur mehr einen Tag Früchte. Dann sind wir auf Ende Jänner. Sind wir bei 5.400. Und wie viel Milch haben wir? 352. So. Dann schauen wir mal, wie es da ausschaut bei den Eiern. 60.850. 1.850 und bei den Honig. Ja, bei 1.700, das passt auch gut. Was haben wir denn vor Selina?
Ein Lodiwong, aber den haben wir schon. Wir haben da schon einen Lodiwong am Böttinger. Passt gut. Passt gut. Na gut, machen wir 5 Minuten früher Schluss, da die sagen, meine lieben Sportsfreunde. Ich werde jetzt dann den Honig verladen. Und dann sehen wir uns nachher hier weiter. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier vom Arbeitslosen zum Unternehmer weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergesst's mal, mein Leitspruch nicht. Respekt kommt von respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.